Willkommen zurück und auf geht's nach Hause. Und ich denke, es wird reichen. Ich denke, es wird wirklich reichen vom Sprit. Und nach Hause kommen wir eigentlich genauso, wie wir hingekommen sind. Wir wählen Kerbin halt als Target aus, nehmen den Manöverplaner, sagen Advanced Transfer zum Planeten, wählen hier wieder Porkchop Selection aus. Dann kriegen wir hier Lowest, würde mich 500 Delta V kosten. Geht aber erst in einem Jahr. Wenn ich ASAP nehmen würde. Sozusagen in. Departure anytime now. Dann würde mich das. Ah, gut, das wäre das jetzt. Dann würde mich das 2400 Delta V kosten. Wir haben noch 3900. Da ich aber noch bremsen muss und ich auch gerne noch beim Mond und beim Minimus vorbeischauen möchte, eigentlich, werde ich das Lowest nehmen. Und ihr seht, es dauert ein Jahr, bis ich losfliegen kann. Also, normalerweise würde man, also ich würde in so einem Spiel dann nicht so lange warten. Insofern sind diese Zeitfenster halt das Beste, was so euch so passieren kann. Wieso hat er das jetzt nicht set as target? Porkchop. Lowest. Create and execute. Hat er gemacht. Autowarp ist an. Jetzt richtet er sich wie immer erstmal wieder aus Target aus. Wie schon gesagt, könnt ihr auch alles selbst, wenn ihr das unbedingt wollt, über SAS und den Stability. Ihr könnt ja einfach nur Create Node machen, wenn ihr das selber also persönlich machen wollt. Könnt ihr nur Create Node machen ohne Execute. Und das Ganze dann im Zweifelsfall hier über SAS dann hier auf Manöver Node klicken. Dann richtet er sich auch automatisch aus. Also. Ich sag's nochmal, ich finde es keine ultimative Hilfe, es ist einfach wirklich nur zeitsparend. Und ihr seht, es dauert mal wieder ewig und drei Tage, bis wir soweit sind. Und deswegen werde ich jetzt weg sein und gleich wiederkommen, wenn er fertig ist. Und mal gucken, vielleicht können wir auch noch ein bisschen schneller warpen. Bis gleich. Ja, so, ich bin jetzt in einem Orbit, wo ich ein bisschen schneller boosten kann, wie ihr seht. man muss über 800 Kilometer von Duna entfernt sein, damit man voll warpen kann. Und ihr seht, das ist auch nötig, weil es war relativ lang, was wir jetzt warpen mussten. Aber, wie schon gesagt, ich habe ja noch die eine Quest, dass ich noch einen Flyby beim Mun und bei Duna machen soll. Quatsch. Bei Minimus und dem Mun. Und das würde ich, ich würde versuchen, das gerne noch zu schaffen mit dem Treibstoff, den ich habe. Das wäre natürlich super. Dann hätte ich nämlich das Geld, was ich hierfür gebraucht habe, um euch das zu zeigen, einmal raus. Weil ich hatte nur eine Mission, die hat mir 500.000 gegeben. Und das Schiff kostet knapp 800.000. Das heißt, ich hätte 300.000 Verlust gemacht. Durch die Mission würde ich jetzt Bonus machen. Deswegen probiere ich die jetzt einfach nochmal beim Rückflug. Die sind übrigens auch neu. Ich weiß gar nicht, durch welches Add-on. Aber es gibt auch eine ganze Menge Verträge, die ihr euch noch zusätzlich holen könnt. Zum zu den eigentlichen ursprünglichen, da gibt es nicht so viele leider. So, da haben wir schon ein Fuel Tank sind wir los. Und wenn ich mich nicht recht täusche, fliege ich jetzt falsch, oder?
schauen einfach mal, wo wir rauskommen, oder? Man kann, ich sag ja, wenn das Ganze nicht so klappt, vielleicht bin ich auch jetzt falsch rum im Orbit gewesen, weil der doch schon eine ganze Menge Delta V jetzt braucht fürs Boosten. Außerdem ist der auch ein bisschen woanders, der Manövernode. Ja, worauf wollte ich hinaus? Genau. Selbst wenn das nicht klappt, wir kommen immer noch mit dem Hohmann, können wir immer noch ein bisschen was reißen. Da brauchst du auch nicht so viel Speed, um zu bremsen dann. So, ich schaue jetzt einfach mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen schräg, aber vielleicht hat er ja, haben wir ja trotzdem einen Berührungspunkt mit Kerbin. Sieht aber nicht ganz so aus. Ich werde jetzt nochmal gleich ein bisschen Feintuning machen. Dazu möchte ich gerne erstmal auf meinen eigenen Radius. Ja, wunderbar, das sind wir. So, und jetzt Feintune, Closest Approach, Create and Execute. Und da will er nochmal 25 Sekunden burnen. Okay, das müsste noch drin sein. So, langsam wird es knapp. Mit Minimus und Mun. Ansonsten, wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Ich werde davor nochmal safen. Und wir brauchen auch nur einen Flyby, also ja, mal schauen. Im Zweifelsfall einfach mit einem Hohmann dann die beiden anfliegen oder vorbeifliegen. Das kostet dann auch nicht so viel Fuel. So, schauen wir mal. Sieht ganz gut aus. Ist auf jeden Fall ein Grund zum Safen, weil nach Hause kommen wir definitiv. Das ist doch schon mal schön. Und ich sag, früher hat sowas länger gedauert. Also ihr wart so an der Mission nach Duna, wart ihr echt gut lang dran. Auch durch das ganze Neuladen, wenn mal irgendwas nicht gepasst hat, wenn zu viel Fuel weggegangen ist. Und das passiert dir halt mit diesen ganzen Add-ons nicht mehr. Und das macht dieses Spiel gleich viel spielbarer. Und auch endlich mal ein paar Sachen erreichbar. Eigentlich wollte ich gucken, dass ich auf Duna dieses das Gimmick finde. Das habe ich jetzt völlig verpeilt. Aber das können wir vielleicht beim nächsten Mal versuchen, das anzusteuern. Da muss ich mir aber die Koordinaten raussuchen. Weil ohne ist schwierig. So, wir sind definitiv mit einer 200.000 Meter Periapsis perfekt dran an Duna. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich versuche mal. Minimus als Target. Z. Planer. Probieren wir erstmal den Hohmann. Darf nicht überbullisch sein. Dann probieren wir erstmal das mag er nicht. Gut, warte mal. Dann machen wir das vielleicht mal selbst. Das ist, ja gut. Hiermit bremst ihr natürlich. Und das ist auch das, was wir wollen. So, aber wir wollen einen Flyby haben. Das sieht hier gar nicht so schlecht aus hier. Aha. Da hat er manchmal, und das meine ich damit, ne? Das sind diese Situationen, wo man echt Kotzen kriegen könnte. Weil, zack, dann springt er immer da oben drauf. Gut, machen wir es selber. Periapsis.
Manöver. Erstmal bremsen. Dann müssen wir das mit den anderen verschieben. So, wie schon gesagt, ich brauche nur einen Flyby. Da haben wir sogar schon einen Flyby. Sogar einen relativ schönen. Und dieses, seht ihr dieses Gefummel? Das erspart man sich dadurch. So, dann automatisch aufs Ziel ausrichten. Und ich sage ja, ich mache das jetzt per Hand, was man mit dem MacJab automatisch machen kann. Was aber auch völlig automatisch passiert eigentlich, wo ich nicht viel machen muss, außer ein paar Knöpfe drücken. So, was ich kurz gemacht habe, wenn der richtet sich automatisch aufs Ziel aus, mit mehr Speed, als er eigentlich braucht. Man kann aber auch kurz, wenn er auf dem Punkt ist, Zeitbeschleunigung anmachen, wieder aus und gut ist. Aber was ich jetzt machen werde, naja, das machen wir alles per Hand. Wir machen alles per Hand. Muss aufpassen, man wird natürlich schneller, wenn man sich dem Ziel nähert. War das schon der Mond? Haben wir den erwischt? Ne, den Mond haben wir nicht erwischt, den müssen wir noch erwischen. So, Periapsis, 20 Minuten. Ich gucke jetzt hier oben links, da seht ihr Time to Periapsis. Das ist auch da genau, wo unsere Manöver-Node ist. So, wir sind jetzt da. Und jetzt geben wir Gas. Und jetzt wackelt er ziemlich. Das ist nicht so schön. Das ist das Problem hier, wenn ich sage, automatisch auf dem Ding bleiben. Das mag er echt irgendwie überhaupt nicht. Weil er dann immer wackelt. Mal gucken, was passiert, wenn das RCS aus ist. Das sieht auch nicht so gut aus. Wartet mal, ich drück mal. Einmal kurz nochmal. Was man manchmal hilft, ist langsam Gas geben, weil das hat er immer, dieses Wackeln hat er immer bei den Docking Nodes. Ich stelle jetzt auch, wenn ich Stability, das SAS ausmache, dann sollte es eigentlich nicht wackeln. Das meine ich damit, dieses automatisch. Ja. Fragt man sich, wie sehr automatisch das ist. Wackelt er jetzt immer noch mit dem einen Antrieb? Bisschen. Bisschen sehr. Muss ich es halt per Hand machen. So, wir wollen aber möglichst genau sein. So, fertig. Müsste nicht passen. Super. Das meine ich. Jetzt habt ihr das mal gesehen, warum das keinen Spaß macht. Oh Mann. Nee. Irgendwie. Dann ändere ich lieber den hier noch. Ach. So, ein neuer Versuch. Nochmal super viel Burn. Es ist nicht so schön. Könntest du mit Feintune
Geht das? Machst du das? Ja, das macht er. Gut, dann machen wir das mit Feintune. Das kriegt er hin. Ich hoffe, jetzt reicht der Sprit noch. Es wird ein bisschen knapper. Aber ich habe noch ein bisschen was in den anderen drin. Ne? Aber ich weiß gar nicht, warum die. Eigentlich ist das sehr falsch aufgereiht. Ich weiß nicht, was die da drinnen zu suchen haben. Scheiße, der zündet die automatisch. Ich hoffe, das gibt kein Problem. Autostage habe ich eigentlich nicht drin. Obwohl er das automatisch. Können wir hier mal rausmachen, Autostage. Vielleicht liegt es daran. Das ist besser. Dann können wir nämlich den Fuel von dem noch ein bisschen benutzen. Und das sag ich. Also wenn er das mit per Hand machen wollt, gut, tut's euch an. Da wären wir sogar gerade beim Mond gewesen. So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Und dann müssten wir gleich auch Flyby-Minimus fertig haben. Und dann. Probieren wir mal Mun, Set as Target. Macht er sogar. Sehr schön. Safen. Und eigentlich müssten wir doch jetzt hier beim. Jo, beim Minimus sind wir vorbei. Wenn wir Duna noch. Quatsch, den Mund noch schaffen, dann. Perfekt. Klappt besser als erwartet. Der Anfang, da hatte ich schon gedacht, oh mein Gott, jetzt geht alles schief. Und klappt doch alles jetzt mit einem Rutsch hier. So, dann gehen wir wieder Jas. So, und jetzt würde ich gerne. Und das Schöne ist, ich kann ihm auch einfach so sagen, execute next node, dass er das macht und nicht, dass ich das steuern muss. Und das kann dann auch, das macht er auch mit diesen Manöverknoten, die ich gesetzt habe, wie ihr gerade gesehen habt. So, jetzt habe ich nämlich auch complete the Moon 3 Course. Den Mond 3 Kurs absolviert, sozusagen. Und das gibt auch ordentlich Kohlen. Ja, das war unsere Flag, das waren 300.000. Oh, 300.000 kriege ich nur dafür, aber dafür kriegen wir die 500.000. Das heißt, ja gut, ich habe nur 80.000 plus gemacht, aber dafür hat es sich gelohnt. Wirklich. Es war ein bisschen Science haben wir wieder und es ist jedes Mal wirklich wieder so ein Yeah-Feeling, so geschafft.
Was sagt der Sprit? Ach. Easy peasy. Es dauert jetzt ein bisschen, bis wir noch unten sind. Ich würde sagen, so 5 Minuten wird es noch dauern, bis wir unten sind. Aber es hat sich gelohnt. Schade zwar, dass ich bei Duna jetzt nicht drauf geachtet habe, dass ich in dem Biom schon gelandet war. In den Lowlands. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser drauf achten sollen, dann hätte man mehr Science jetzt absahen können, aber naja. Es gibt noch so viele Planeten, die man besuchen kann. Ich muss mal schauen. Ich denke, ich werde irgendwas nehmen, was nicht so eine hohe Gravitation hat. Also ich weiß nicht, ob Eve mein nächstes Ziel ist oder... Eve hat ja auch Monde, glaube ich, oder? Waren das Monde bei Eve oder irgendwo anders? Ich muss mal gucken. Ich habe mehrere... Ich habe auch noch Aufträge für Monde. Die sind immer ganz toll, weil die keine Gravitation haben. Da brauchst du keinen Sprit zum Landen und zum... starten. So. Ui. Das war jetzt schneller als gewollt. So, wir sind auf der Periapsis. Sehr schön. Dann kannst du dich gleich hier retrograde ausrichten. Bremsen wir nämlich noch ein bisschen. Weil das Fuel habe ich. Dann können wir auch gleich in Sinkflug gehen. Ah, dieses Wackeln, ich weiß nicht, wie ich das loswerde durch die Docking-Ports. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die sitzen nicht so richtig aufeinander, ne? Naja. Es funzt. Es funzt 10.000 Mal besser als vorher, also was soll ich mich beschweren? Und ich habe auch noch genug hier für die RCS-Thruster an Benzin, also an flüssigem Treibstoff. Ne, flüssiger Treibstoff ist das nicht. Was ist das? Mono-irgendwas. Antriebsflüssigkeit. Ach, das nervt mit diesem komischen... Wackeln doch arg. Wenn man so Gas gibt, geht's. Deswegen, ich sag ja, dieser Autopilot ist ein bisschen doof gegenüber dem MagJab. So, ich verbrenne jetzt einfach das letzte Fuel, was ich habe, um noch zu bremsen. Und dann hätten wir es geschafft. Dann hätten wir echt eine Duna-Mission in einem Stück wieder durchgezogen, was ich vor den ganzen Add-ons jetzt, die ich mir vor allem MagJab halt, ne, davor gar nicht zugetraut hätte. Es tausendmal versucht habe, aber es nie geklappt hat. Insofern... kann ich euch nur raten, wenn ihr das nicht über diese Konsole machen wollt und so cheaten, sondern die Sachen halt wirklich mit den eigentlichen vorgegebenen Sachen erreichen wollt, dann empfehle ich euch das. Und ich empfehle euch auch unbedingt das Scale Add-on runterzuladen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das heißt, es müsste bei Interstellar auch bei sein, aber das kann man auch so runterladen. Das vergrößert, damit kann man Teile vergrößern oder verkleinern. Und das ist ultimativ zum Bau von Raketen. So, was sagt der Radius? Oder unser Orbit.
Der Orbit sagt, das würde wahrscheinlich schon längst reichen, um zu bremsen. So, den Manöverplaner, den brauchen wir ab hier nicht mehr. Landen funktioniert ganz easy. Na, wie viel ist noch drin? 90. So, gleich müssten wir auch anfangen zu brennen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich werde jetzt mal kurz absafen, weil kann auch sein, wenn man mit dem ganzen Zeug hier runter geht, dann geht das meistens schief. So, undock. Retro. Und tschüss. Müsste eigentlich reichen. Wir probieren es mal. Ich hoffe, es macht jetzt nicht bumm. Manchmal passiert das. Ein paar Teile da drinnen sind irgendwie zu tief angebracht, dass die dann heiß werden. So, und ich mache das jetzt auf schnell. Manchmal ist das nicht so gut, weil da doch ziemlich fix Sachen kaputt gehen. Also hier, die Lampen werden definitiv Schrott gehen. Und er hat auch Schwierigkeiten, den Retrograde zu halten. Und wir müssen halt so langsam werden, dass wir die Fallschirme öffnen können, bevor wir aufschlagen. Das ist auf Kerbin relativ einfach, weil die Atmosphäre so, so hoch ist. Und ihr seht, so langsam nimmt es schon ab. Wir sind aber noch 10.000 Meter hoch, also. Wir können auch wirklich warten, bis wir alle aktivieren können. Jetzt zum Beispiel. Da die erst ab 1.000 oder 2.500 losgehen, drücke ich es erst jetzt mal. So, und wir kommen mit 6 Metern pro Sekunde runter. Das ist okay. Ich bin verwundert, dass meine Lampen noch leben, aber na gut. Aber wir haben eh keinen Strom mehr, oder? Doch, wir haben noch Strom. Nur irgendwie sind sie nicht an. Jetzt sind sie an. Und das meine ich. Also diese Lampen unten an die Lande, neben die Landeklappen oder Landebeine, nennen wir sie mal so, Landestützen oder was auch immer, anzubringen, bringt es total, weil ihr werdet jetzt gleich sehen, man sieht den Schein, denke ich sogar am Tag der Lampen, ja. Und dann sieht man auch schon genau, man ist nah am Boden und müsste jetzt anfangen zu bremsen. Also, man sollte eh vorher nicht so schnell sein. So, zack. Zurück auf Kerbin. Und das in einem Zug nach Duna und zurück. Und ja, ich hoffe, ich werde auch noch in der Lage sein, weitere von diesen Ausflügen zu liefern. Und euch die, die restlichen Planeten zu zeigen, die vorher sozusagen außer meiner Reichweite waren und jetzt durch das Add-on absolut erreichbar sind. Ja, und ihr seht, wir kriegen auf jeden Fall, man kriegt super viel Science, wenn man diese, diese Sachen schafft. Ich denke, es ist eigentlich gedacht, dass man das Ganze nicht mit irgendwelchen Kerbals macht, sondern... ich weiß nicht, ob das gedacht ist, ob dass man das irgendwann mit Kerbals schafft, halt mit dem, was man da bauen kann. Aber es ist mit prinzipiell, denke ich, so erdacht, dass man erstmal Sonden dahin schickt und irgendwelche Satelliten und so weiter und so fort. Aber finde ich schade, weil da geht Forschung verloren. Und ja, deswegen, man muss das alles mit Kerbals schaffen. Weil man kann das auch alles automatisch irgendwie wie machen, aber ich will meine Kerbals leveln. So, das war's von mir. Das war ein super Ausflug nach Duna. Hat mir persönlich Spaß gemacht. Ich weiß, es war dieses Spiel ist nicht so unterhaltend, aber ich kann es euch nur ans Herz legen. Es macht so einen unheimlichen Fun und wenn ihr wirklich irgendwie was entdecken wollt, ein bisschen mehr Realismus haben wollt, ist das Ganze hier perfekt. So, das war es erstmal von mir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit einer Mission nach zu den anderen
Planeten. Da gibt es ja noch ein paar, ich weiß gar nicht, wo man das. Man konnte das irgendwo sich angucken. War das hier? Ich glaube, nee, hier war das nicht. Irgendwo ging das. Ich muss noch mal gucken. Da konnte man die verschiedenen Planeten sehen. Ich glaube, es war in der Mission Control, aber ich bin mir nicht sicher, ob. Ich sehe hier leider. Ja. Irgendwo war das. Ich weiß nur nicht mehr wo. Doch, hier. Haha, hier sind die verschiedenen. Wusste ich doch, dass es die gibt. Wir haben nur leider überhaupt keine Daten darüber. Mo? Ne, habe ich keine Daten. Eve hat einen Mond. Eve hat zum Beispiel Gilly. Da könnten wir versuchen hinzukommen. Ansonsten Jol, ne, hat ganz viele Monde. Und hier, der sieht ja schon fast ein bisschen erdähnlich aus, ne? Das sieht so ein bisschen eisplanetenmäßig aus. Deswegen, ich wollte die alle irgendwie erforschen. Ich wollte unbedingt hin, mir die angucken. Problem an der Sache ist, ich bin nicht hingekommen. Und ich sag's nochmal, das MacJab, das Add-on für KSP-Dummies wie mich, damit könnt ihr auch die Planeten erreichen, die sonst nicht so erreichbar waren. Das war's von mir. Nochmal. Adios.